Ja, willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit Motorsport. Abschließend würde ich sagen, was so das Bewerten angeht oder das Spiel an sich. Denn ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, grafisch. Da habe ich mir einiges angeguckt und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen und alles. Und ich muss zugeben, ja, ich habe mich da ein bisschen reingesteigert. Es wirkte vielleicht ein bisschen so, als würde ich das Spiel irgendwie schlecht reden oder sonst was. Aber ich sage euch, ich spiele das schon seit Teil 1, genauso wie Horizon. Also ich bin schon immer bei Forza dabei. Und ich habe mich einfach nur gewundert. Und wir gehen heute nochmal grob darauf ein. Ich werde auch nochmal etwas sagen, was ich hätte sagen sollen in dem anderen Video. Der Rai von den Pixeln zum Beispiel hat das auch ganz gut erklärt, was hier diese ganze Engine und so weiter angeht. Nur bei der Grafik ging es mal darum, du hast halt diesen Vergleich zu den Trailern, wo das Spiel absolut wahnsinnig aussah. Ne, zum Beispiel dieses Gras und alles, was ich in dem Video gezeigt habe. Es sieht einfach grottenschlecht aus. Es ist absolut mies aufgelöst und an sich sind halt einfach nur irgendwelche Streifen und im Trailer sah das alles so gut aus und dann kriegst du da sowas hingehauen. Das Ding ist halt, durch solche Trailer, durch die Vorschau, die uns das gezeigt haben, werden halt Erwartungen geschürt und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann, ja, muss man halt auch mit solchen Reaktionen rechnen, weil sie haben uns nie gesagt, dass ja, Motorsport wird am Anfang, wenn es rauskommt, nicht so aussehen wie in den Trailern. Darauf hätten sie dann vielleicht mal hinweisen sollen und sagen sollen, ja, wenn wir soweit sind, kommt dann das große Grafik-Update oder so. Ich meine, an sich sieht das Spiel nicht schlecht aus, versteht mich nicht falsch. Das sieht echt gut aus teilweise. Auch was die Belichtung angeht, zumindest wenn Tag auf Nacht wechselt und umgekehrt. Tagsüber sehen manche Strecken echt ein bisschen verwaschen aus, so ein bisschen überbelichtet oder graulastig. Ne? Also da weiß ich nicht, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber Tag-Nacht-Wechsel und so weiter sieht echt genial aus in dem Game. Und ja, das Ding ist halt, und jetzt kommen wir zu dem Teil, ich habe ja hier im Hintergrund Motorsport 7 gegen Motorsport. Der Vergleich ist eigentlich auch müßig, aber ich dachte, komm, machen wir einfach mal, da habt ihr was zu gucken. Ne, so einen schönen Vergleich. Aber an sich ist Motorsport ja gar nicht mehr ein Forza Motorsport, wie man sich das vielleicht vorstellt, denn es ist kein Nachfolger von Motorsport 7. In dem Sinne, also Motorsport 8 funktioniert nicht. Es ist wirklich komplett neu aufgebaut. Die haben ja immer gesagt, build from the ground up. Ne? Und da machen sich ja viele drüber lustig, aber das Ding ist, die haben halt wirklich neu aufgebaut. Das ist alles neu. Das, was die in den letzten 6 Jahren gemacht haben, sehen wir jetzt. Die Engine ist neu. Die Fahrphysik ist neu und die, ich muss sagen, die ist echt geil. Also ich habe richtig Spaß beim Fahren. Also spielerisch ist das Spiel tipptopp meiner Meinung nach. Also fährt sich richtig geil. Und mit dieser neuen Engine können die halt machen, was sie wollen. Die haben halt alles von Grund auf neu aufgebaut und die können jetzt die Grafiken updaten, wann sie wollen. Die können die Fahrphysik verändern, wie sie wollen. Also quasi so eine Art Sandbox für die Entwickler mit vielen Möglichkeiten. Die Engine lässt das jetzt also einfach zu. Ne, natürlich bei so einem alten oder so, das geht nicht so einfach. Man stellt sich halt immer einfach vor, wie zum Beispiel bei Forza Horizon 5 wollten immer alle viel neue Autos. Beziehungsweise die Garage war auf 1000 Autos begrenzt und alle haben sich immer gewünscht, ja, dann mach doch mal einfach 1500 oder 2000. Haben sie ja mittlerweile auch gemacht. Man kann jetzt 2000 Autos haben, was schon sehr, sehr viel ist. Aber Horizon ballert einen ja auch mit Autos zu. Aber das war halt nicht so einfach. Da muss eine Menge am Coding geändert werden, wie das alles gespeichert wird vor allem und so weiter. Es muss Platz geschaffen werden allgemein, ne, dass du, ne, klar, wenn du mehr Autos speicherst, wird dein Speicherstand natürlich auch größer und das muss halt alles abgestimmt werden und da braucht ja nur ein Komma falsch gesetzt sein im Coding und alles ist kaputt und da muss man dann halt vorsichtig sein und das dauert dann einfach und ja, dementsprechend müssen wir uns in der Hinsicht auch gedulden, was Motorsport angeht. Die haben jetzt ein Grundgerüst uns da hingeknallt. Ja, es sieht an manchen Stellen echt merkwürdig aus. Ich frage mich halt auch, warum, ob das einfach ein Glitch ist momentan oder ob die mit Absicht das so runterskaliert haben an manchen Stellen. Ja, bestes Beispiel ist ja die Boxenausfahrt von Maple Valley. Sieht einfach absolut nach Müll aus im Vergleich zu dem, was die uns gezeigt haben. Aber ja, da müssen wir einfach mal abwarten. Genauso der Multiplayer, aber naja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also, was ich damit also sagen will, die komplette Plattform, auf der Motorsport jetzt läuft, ist neu und bietet halt die Möglichkeit, viel dran zu ändern. So Features, die uns fehlen, wie zum Beispiel Anti-Lag, was jetzt in Horizon 5 gab, gibt es in Motorsport nicht.
Man kann immer noch keine Scheiben bekleben, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, aber theoretisch ist das alles möglich, können die alles noch reinbringen. Klar, kann man auch bei älteren Spielen machen, aber die haben halt hier einfach viel mehr Spielraum, was Änderungen angeht. Und das, was die jetzt erstmal als Grundgerüst rausgehauen haben, ist meiner Meinung nach sehr solide. Natürlich würde man sich freuen, wenn man jetzt schon viel mehr Content und so weiter hätte, aber ja, keiner wartet gerne, aber so ist es einfach, damit müssen wir arbeiten. Natürlich hat das Spiel auch viele Bugs, ich zum Beispiel habe einen Fortschritt-Bug, das passiert öfters mal, wenn du dann eine Serie abschließt, dann hast du auf einmal statt einem Pokal eine grüne Medaille da und wenn du die siehst, dann weißt du schon, ja, Kacke gelaufen, weil wenn du dann das Spiel neu startest oder so, ist einfach das letzte Rennen, was du gefahren hast, da nicht mehr abgeschlossen. Du musst es also nochmal fahren und du kannst halt auch nicht die nächste Serie starten. Da steht dann irgendwas von Remote-Server, bla bla bla. Also das sind halt so Kinderkrankheiten, die ziemlich nervig sind, aber hoffentlich bald behoben werden. Und ich bin ja auch nebenbei aus Langeweile mal in Motorsport 4 reingegangen. Und ja, ich finde, da könnten sich die Entwickler auf jeden Fall viel Inspiration abholen. Ich sag mal so, der Online-Modus, kommen wir mal dazu, der ist jetzt nicht unbedingt genial. Du hast halt vorgestellten Multiplayer, da hast du vorgeschriebene Rennen, die immer zu bestimmten Uhrzeiten starten, kennt man aus Gran Turismo. Du hast jetzt ein Ranking-System, was in meinen Augen irgendwie, naja, es ist ziemlich leicht, glaube ich, auf S zu kommen. Also ich hatte da absolut keine Probleme, einen S-Tier-Rank zu bekommen. Und ja, ich glaube, nur die übelsten Crasher und so weiter werden da in den niederen Rängen sein. Aber abwarten. Genauso wie das Bestrafungssystem, das ist auch noch weit davon entfernt, gut zu sein. Ne, es lernt halt jetzt mit der Zeit, genauso die KI. Wenn ihr die KI vor euch habt, gibt die Knallgas. Sobald ihr die überholt, gehen sie auf einmal vom Gas. Das ist wie in den alten Spielen teilweise, finde ich echt lästig. Und da bin ich einfach mal in Motorsport 4 reingegangen und ich muss sagen, da haben sie einfach vieles besser gemacht. Wir haben ja jetzt auch den privaten Mehrspielermodus wieder. Was mich stört ist, es gibt ja zum Beispiel auch kein Open Track Day mehr. Ne, du kannst jetzt zum Beispiel in den privaten Modus gehen, da stellst du Testfahrt ein und so weiter und kannst dann mit deinen Freunden quasi einen Open Track Day machen. Ist jetzt aber blöd für Leute, die jetzt nicht viele Kollegen haben, die da mit den Forster spielen oder so. Du kannst diese Lobbys halt nicht auf öffentlich stellen. Konntest du aber in Motorsport 4 zum Beispiel, da konntest du einfach eine Lobby erstellen. Du konntest da sogar KI-Gegner einstellen, wirklich bis zu 11 Fahrzeuge, die da auch noch fahren. Also quasi, du hast eine Online-Lobby gehabt. Da konntest du mit deinen Freunden rein, du konntest sie aber auch auf öffentlich stellen. Dann gab es da so eine Serverliste, beziehungsweise eine Spielersuche. Und da konnte man dein Spiel dann finden, dann konnten die Leute beitreten, dem Rennen oder was auch immer ihr gemacht habt. Und da waren da einfach auch noch Bots mit, um die Lobby zu füllen, wenn nicht genug Spieler da waren. Und das geht heute zum Beispiel nicht mehr. Und der allergrößte Hit ist ja, du konntest die Bots sogar einstellen. Jeder für sich. Du konntest jeden Bot einzeln sagen, ja, du fährst auf Schwierigkeitsstufe leicht, schwer, Profi, whatever. Und das Auto des Bots konntest du sogar einstellen. Das waren echt geile Features, die ich heutzutage vermisse. Und mich hat es echt gewundert, dass die Server überhaupt noch laufen vom Motorsport 4. Absolutes Highlight in meinen Augen, mega geil. Da müsste man unbedingt mal gucken, dass man da was zusammengeschossen hat, kriegt. Und sowas würde ich mir halt für den neuen Teil wünschen, dass ich meine private Lobby einfach auf öffentlich stellen kann. Das hatte ich nämlich auch erwartet und dass es dann so eine Art Spielersuche, Serversuche gibt, wo die Leute gucken können, ja, was für Server sind gerade offen. Dann suchen die halt nach einem Rennmodus, auf das die gerade Bock haben. Sei es hier Rundkursrennen oder vielleicht auch Spiele, wie es damals gab. Damals gab es ja Fußball und so weiter mit Auto, also Autofußball. Oder einfach halt Open Track Day, quasi freies Fahren. Das wäre halt ziemlich cool, vor allem jetzt mit diesem Auto-Level-System kann man dann schön Open Track Day fahren. Jedes Auto, was man gerade will, man kriegt Geld und EP nebenbei und levelt dabei sein Auto. Und das dann zusammen mit Freunden zu machen, jeder mit dem Auto, worauf er gerade Bock hat, ohne irgendwelche Rundenbeschränkungen oder sonst was, das wäre halt geil und würde diese Autostufen-Levelei ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, mit Freunden allein kannst du das jetzt machen. Du bekommst sogar einen privaten Mehrspieler, wenn du eine Testfahrt machst, sprich Open Track Day, EP und Geld. Ich habe es nachgeguckt, du kriegst auf jeden Fall Geld und EP, was ich schon mal gut finde. Da hatte ich nämlich am meisten Angst vor, wo ich den Open Track Day in der öffentlichen Serverliste, sag ich mal, nicht gefunden habe. Ich so, oh nein, jetzt sag nicht, wir können nicht mehr Open Track Day fahren. Weil ich hatte mir halt fest vorgenommen, da so zu leveln. Das macht einfach am meisten Bock. Ich bin auch im Motorsport 7 am meisten Open Track Day gegangen.
einfach um Rundzeiten zu fahren und die Strecken zu üben. Und ja, das geht jetzt halt quasi im Moment nur noch über die private Lobby. Ja, und ja, da sind wir nochmal bei den Autos jetzt. Ich fahre ja sehr gerne GT3 und ich glaube, GT3 ist allgemein so der beliebteste Motorsport, beziehungsweise die beliebteste Gruppe so im Motorsport. Also GT3 wird immer sehr viel gefahren. Und da, ja, sind leider sehr, sehr, sehr viele Autos nicht mehr da. Und ich dachte, mich trifft der Schlag, wirklich. Wenn man jetzt Motorsport vergleicht mit Motorsport 7, da sind so viele GT3-Autos weg. Zum Beispiel der E92 M3 GT3, der Nissan GT-R, die alte Corvette und. Also da fehlen so viele Autos. Das ist nicht mehr normal. Und dann bin ich mal aus Spaß in Motorsport 4 wieder rein. Hab mal geguckt, was das da so an Rennwagen gab, die so im GT3-Bereich mitgefahren sind. Natürlich, das war in Forza schon immer so, nicht alle Autos, die in GT3-Rennen fahren, sind direkt aus der GT3. Ne, das läuft alles unter dem Forza GT-Deckmantel, sag ich mal. Das ist so eine Gruppierung einfach, wo eigentlich viele GT-Fahrzeuge drin sind, aber nicht alle sind direkt aus dem GT3-Sport. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, solange die Autos ungefähr leistungsgleich sind. Aber in Motorsport 4 hast du so viele Autos. Ich dachte, was ist da los? Was ist geschehen? Wo sind die alle hin? Warum gibt's die nicht mehr? Denn wir wissen, auch im Motorsport 7 war es schon so, du wirst zugebombt mit Serienfahrzeugen, was an sich auch nicht schlecht ist. Da hatte ich sogar mal einen Kommentar bei ihm reingelassen, hier bei Pixeln. Und der hat mir da eigentlich auch indirekt, ja, oder doch, der hat mir eigentlich zugestimmt. Der findet das auch nicht so geil. Ich meine, ich denke mal, ich kann auch für ihn sprechen. Schlimm finden wir es nicht, dass es viele Serienfahrzeuge gibt. Ist natürlich cool, wenn man auch sein eigenes Auto vielleicht da wiederfindet und damit fahren kann. Aber irgendwie fehlen uns hier zu viele Rennwagen. Klar, es gibt einige Rennwagen, aber vor allem dieser GT3 oder DTM Tourenwagensport und so weiter, das sind halt Autos, da bin ich zum Beispiel in der Zeit aufgewachsen, die haben auch irgendwo diesen Motorsport geprägt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr kommt. Vor allem, wenn ich die Autoliste in Motorsport 4 sehe. Ne, zum Beispiel der Opel Calibra V6, der 4x4 Rennwagen, ne? Einfach mein Lieblingswagen. Den habe ich noch nie gesehen in Motorsport, glaube ich. Den vermisse ich. Also wirklich, selbst die Serienkarre würde ich hier abfeiern. Ne, solche Autos, ne? Genauso wie der E46 M3 GTR, den gibt es ja auch nicht mehr. Oder eine Zack Speed Viper und. Einfach diese alten Legendenautos aus den 90ern und frühen 2000ern. Ne, davon würde ich mir echt eine ganze Menge wünschen, dass man da auch einfach mal so ein Oldschool-GT-Rennen fährt oder so. Und ich hoffe, da kommt auch einiges. Natürlich können wir da ein bisschen mitwirken. Es gibt ja die Foren von Forza, wo man für Autos voten kann oder allgemein so eine Car-Wishlist machen kann, Vorschläge machen kann. Und da habe ich so einen Vorschlag gemacht, so ein bisschen verallgemeinert, dass auch mal so ein paar ältere Autos kommen. Ich versuche das mal, wenn ich dran denke, in die Beschreibung zu packen, den Link. Und wenn ihr da seid, angemeldet seid, oder die Anmeldung ist ziemlich einfach, wenn ihr einen Microsoft-Account habt, mit dem ihr vielleicht schon am PC angemeldet seid oder sonst was, ihr müsst eigentlich nur auf Anmelden klicken. Aber ja, wenn ihr Forza spielt und einen Xbox-Account habt, blablabla, ist das eigentlich ganz einfach. Dann könnt ihr da mal drauf gehen und dann müsst ihr mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man da upvoten kann oder ob man da einfach nur Kommentare zulassen kann. Auf jeden Fall einfach ein bisschen die Aktivität auf diesem Post erhöhen, dass das den Leuten da auch mal in die Augen fällt von Turn 10 und vielleicht beginnt sich dann da was zu bewegen und irgendwann in ein paar Monaten oder Jahren, wahrscheinlich, wer weiß, kriegen wir dann endlich solche geilen alten Autos. Natürlich, ich bin mir da nicht so sicher, wie das genau läuft. An sich brauchen die ja klar die Lizenz der Fahrzeugmarke an sich und dann na, wahrscheinlich noch für das Fahrzeugmodell müssen die anfragen. Wie es dann bei Rennwagen aussieht, ist die Frage, weil da sind halt oft viele Sponsoren drauf. Und ja, wie das funktioniert ganz genau, das weiß ich halt nicht. Ne? Ob da jeder einzelne Sponsor gefragt werden muss und so weiter, das ist halt ein bisschen komplizierter bei Rennwagen. Aber ich sag mal so, am Ende, ja, wenn sie das Auto nackig raushauen, ist das auch nicht schlimm. Da wird sich schon die Community drum kümmern, was Designs angeht. Ne? Viele wünschen sich ja zum Beispiel auch seit langem für den M3 GTR, das M3 GTR Breitbau-Kit aus dem Rennsport, ne? Beziehungsweise die meisten haben da eher Most Wanted im Hinterkopf. Und ja, da müssen wir mal gucken. Schaut mal, ob ich den Link da reingehauen habe. Wenn nicht, dann ist der Post vielleicht weg oder ich habe es einfach vergessen. Aber ich versuche mal dran zu denken.
Ja, aber auf jeden Fall schade, dass da so viele Autos raus sind. Ich denke mal, davon werden auch einige wiederkommen, weil das ist wieder ein anderes Thema. Durch Motorsport, nee, durch Horizon 5 mussten wir halt lernen, dass da mittlerweile so eine Art Recyclingpolitik gemacht wird, die überhaupt nicht cool ist. Ich zumindest bin da gar kein Fan von. Die haben halt sehr viele Autos rausgenommen, um sie dann im Nachhinein wieder in irgendwelche Season-Updates zu packen, nur um zu sagen, wir haben neue Autos für euch, neuer Content. Aber am Ende ist er nur recycelt und naja, was soll man dazu sagen? Ich denke mal, im Motorsport wird das genauso laufen, dass wir viele von den alten GT3-Wagen auch wiederbekommen werden. Ich hoffe nur, dass die nicht auf die glorreiche Idee kommen, solche Autos, die wir damals halt schon hatten, in Autopacks zu packen, die dann am Ende Geld kosten. Ne, in Horizon 5 fangen sie ja irgendwie mittlerweile an, Geld zu verlangen für neue Autos, aber die sind halt auch wirklich neu und nicht recycelt. Und so ein recyceltes Autopaket für Geld wäre halt übel. Ne? Aber naja, warten wir mal ab. Ich denke mal, da kommen auf jeden Fall eine ganze Menge von den alten Autos zurück und hoffentlich natürlich auch neue. Das gleiche gilt natürlich für Strecken. Ne? Viele haben sich beschwert, ah, der Nürburgring ist nicht da. Ich spiele das Spiel nicht, weil der Nürburgring nicht da ist. Aber auch viele andere Strecken sind einfach nicht da. Also die Auswahl ist nicht besonders groß momentan. Viele kommen halt dann im Laufe der Zeit auch wieder per Update zurück. Ja, könnte man jetzt auch sagen, die machen da ein bisschen ein auf Recycling, ne? Ein auf Content. Ui, wir haben neue Strecke für euch. Dabei gab es sie schon damals. Ja, der Nürburgring zum Beispiel wird komplett neu eingescannt. Ne? Da, viel ändert sich zum Beispiel bei Silverstone. Da hat sich einiges geändert. Da wurde auch alles neu gemacht. Die haben das auch neu eingescannt. Und auch am Nürburgring hat sich einiges getan. Wer das nicht weiß, da wurde viel umgebaut. Also an der Strecke selbst, jetzt nicht an der Streckenführung, aber so das Drumherum und so hat sich natürlich verändert. Auch das, die haben jetzt ein Kamerasystem, babbel mal wieder. Die haben jetzt auch ein Kamerasystem da am Nürburgring und ich denke mal, das ne, rein optisch und was die Maße und Dimensionen so angeht, wird das alles jetzt neu gescannt und optimiert. Also da bin ich mal gespannt und ich hoffe, bis dahin hat sich auch das Problem mit der Grafik irgendwie mal gelöst. Ich wüsste, wie der Nürburgring sonst aussieht. Ja, müssen wir leider warten. Und das ist immer das Problem. Ne? Keiner hat Bock zu warten. Wir haben jetzt schon 6 Jahre oder so auf Motorsport gewartet. Und dann ja, kommt hier so ein bisschen eine abgespeckte Version raus. Aber wie gesagt, es ist halt eine neue Engine. Die bauen darauf jetzt auf. Es soll über Jahre supportet werden. Und ich bin da zuversichtlich, was sie bis jetzt gemacht haben, ist stabil. Also grafisch sieht es echt top aus, wenn man jetzt mal ein paar matschige Texturen und Render-Distanzprobleme ignoriert. Ne? Vielleicht sollten sie noch ein paar mehr Optionen reinbringen, was so die Beleuchtung angeht. An manchen Stellen, vor allem tagsüber, ne, ist der Kontrast teilweise echt miese. Ne? Wie gesagt, es wirkt, als wenn da ein Graufilter teilweise drauf wäre. Oder wenn die Sonne dich blendet, sieht es teilweise auch ein bisschen eigenartig aus. Aber wie gesagt, Sonnenuntergang, Nacht und so weiter. Also die Belichtung an sich funktioniert schon ziemlich geil, sieht auch gut aus. Und ja, overall sieht das Spiel nicht schlecht aus. Wie gesagt, nur was ich da in diesem einen Video auch angesprochen hatte, ist halt ein bisschen katastrophal. Können wir nur hoffen, dass das geändert wird und dass die da nicht irgendwie auf ein Problem gestoßen sind, was die Leistung allgemein irgendwie beeinträchtigt. Dass sie jetzt sagen, jo, wir können das gar nicht so raushauen wie in den Trailern, das wird auf der Konsole zum Beispiel nicht laufen oder so. Aber ich glaube das irgendwie auch nicht, weil ja, Motorsport 7 sieht ja auch besser aus. Also ich denke mal, das wird die Konsole schon hinkriegen. Ich hatte jetzt auch hier und da schon mal Frame-Einbrüche im Hauptmenü und so weiter, aber ja, das wird auch wieder andere Gründe haben. Die werden auf jeden Fall eine Menge mit Bug-Fixes zu tun haben erstmal, weil da gibt es wirklich eine Menge Unstimmigkeiten in dem Spiel. Ne, bei dem einen funktioniert es besser, bei dem anderen schlechter. Bei mir zum Beispiel ist das Abstürzen nicht so das Problem. Bei mir ist zum Beispiel dieser Fortschrittsbug halt nervig. Also du pumpst da deine Zeit in die Rennen und dann werden die einfach zurückgesetzt. Ist halt nervig. Genau das mit den Autostufen, da ist ja auch viel Diskussion. Und ich muss auch sagen, bis Stufe 50 dauert das schon sehr lange. Und zum Beispiel, wenn dein Auto über einen Breitbausatz verfügt, den kriegst du meistens erst auf Level 45. Und dann musst du wirklich endlos fahren. Und dann hast du natürlich nicht nur ein Auto, was dir gefällt. Und dann level mal eben 10 Autos. Das machst du nicht mal eben. Das dauert wirklich viel zu lange in meinen Augen. Ich wäre ja dafür, dass die alles an Tuning, was so ein Auto auf Lager hat, runterballern auf maximal Level 25, dass man bis Level 25 dann alles freigeschaltet hat. Und ab Level 25 bis 50
sollte man vielleicht einfach eine Markenaffinität wieder einführen, wie es in Motorsport 4 gab, dass ihr diese Bonus wieder bekommt. Und wenn ihr das Auto dann auf Level 50 habt, bekommt ihr zum Beispiel 5% Rabatt auf den nächsten Wagen der gleichen Marke, den ihr kauft. Ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt ein Auto habt, wo es wirklich nur das eine Modell gibt. Dann sollte man sich für diese Modellreihe vielleicht extra was ausdenken, dass man da einfach dann als Belohnung, keine Ahnung, 100, 200, 500k Credits oder so bekommt. Aber ihr wisst grob vielleicht, was ich meine. Ne? Wenn ihr jetzt dann zum Beispiel den BMW auf Level 50 habt, bekommt ihr 5% Rabatt beim Kauf eines nächsten Autos. Wenn ihr den auf Level 50 habt, gibt es 10% auf alle anderen. Und dann immer so weiter bis zu einem Maximum von vielleicht 50%. Also sagst du, wenn du 10 BMWs gelevelt hast, sind in Zukunft alle Modelle, die du kaufst, egal ob Rennwagen oder Serie, mit 50% Rabatt oder sonst was. Ne? Sowas in der Richtung. Ne, oder halt dicke Geldbelohnungen für die weiteren Level, die man noch bekommt und so weiter. Einfach nur, damit man das Tuning schneller freigeschaltet hat, es sich aber auch noch lohnt, den Wagen dann auf Level 50 endgültig zu bringen. Weil ich sehe das auch so, wenn du deinen Wagen dann fertig hast, dein Breitbau und alles, du hast dein Auto getuned, aber dann hast du ja gar keinen Grund mehr, den zu fahren eigentlich, weil du hast den Wagen gelevelt und... Ja, anstatt jetzt den fertig gelevelten Wagen zu benutzen, benutze natürlich lieber einen Wagen, den du noch leveln musst, um keine Zeit zu verschwenden. Ne? Und ja, ich würde lieber schon in den niedrigeren Leveln dann mit meinem Breitbauwagen fahren und so, meinen voll ausgestatteten, quasi vielleicht auf Rennen umgebaut oder so und dann noch ein bisschen leveln. Ne? Ich glaube, das wird mehr Spaß machen, aber bleibt mal abzuwarten, wie sie das lösen. Das mit dem System. An sich finde ich das Tuning-System nicht schlecht, nur ich finde, es dauert einfach viel zu lange. Es ist wirklich, es kann sehr ermüdend sein, sag ich mal. Und es sind ja auch nicht wenig Autos hier, ne? Also imagine, du levelst jeden Wagen im Spiel auf Level 50. Da hast du aber einiges vor dir. Eine Kleinigkeit möchte ich nochmal zur KI sagen. Und ja, die gefällt mir nicht unbedingt. Also... Ich habe gemerkt, die machen gerne auch mal Platz mittlerweile oder so, ne? Aber oft am Anfang eines Rennens ist es einfach so, als würdest du ein Online-Rennen in alten Teilen spielen. Die crashen da ineinander. Ich sehe teilweise, wie die sich gegenseitig aus dem Leben flexen. Ne? Klar, die fighten mittlerweile auch ein bisschen miteinander um die Plätze, aber wirklich, also was ich da alles gesehen habe, die crashen sich da gegenseitig oder ratzen dir hinten rein. Du kriegst dann noch eine Strafe oder sonst was. Und wenn die vor dir sind, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad du hast, fahren die dir fast schon weg. Wenn du sie dann doch irgendwie gekriegt hast, dann fallen sie auf einmal zurück. Also der Typ, der dir die ganze Zeit das Leben schwer gemacht hat, ja, wo du mit Mühe und Not geschafft hast, den zu überholen, der fällt auf einmal zurück und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Finde ich auch nicht so gut, aber gut, das ist ne Machine Learning, die wird hoffentlich noch besser, aber ich frage mich immer, was passiert denn, wenn die KI jetzt von den Spielern lernt, die nur am Crashen sind? Ja. Ich glaube nämlich, es gibt mehr Crasher als gute Fahrer da draußen, soll jetzt nichts heißen, ne? Klar, es gibt viele gute Fahrer, aber irgendwo kommen dann halt auch die Crasher, die da den ganzen Tag nur rumputzen, alles wegschieben und rammen und bla bla bla. Und wenn die KI sich das auch gleichzeitig als Vorbild nimmt, dann ja, puh, haben wir am Ende Destruction Derby oder was. Aber gut, fassen wir dieses ganze Geblubber jetzt nochmal grob zusammen. Motorsport macht das, was es macht, richtig. Also es ist ein gutes Spiel an sich, klar, Bugs und so weiter, muss man mit leben, werden wohl irgendwann gepatcht, das sind halt Fehler, die gibt es immer mal wieder, egal in welchem Spiel, aber die Fahrphysik ist top, die Autos sehen teilweise sehr gut aus, vor allem die Belichtung, ne, wenn es von Tag auf Nacht wechselt und umgekehrt, sieht gut aus, tagsüber, gut, da sieht man viel von der Grafik, die nicht ganz so funktioniert, aber naja, wird sich in Zukunft hoffentlich noch ändern und ja, es ist halt quasi eine neue Bauplattform, die sie sich da geschaffen haben, die in Zukunft dann erweitert wird und wo wir als Community natürlich auch Einfluss drauf haben können mit dem, was wir uns wünschen, was wir vorschlagen. Und ja, sind die Foren halt, wie gesagt, sehr wichtig, die ich vorhin erwähnt hatte. Und ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall. Ne? Klar, wir müssen noch warten. Das geht nicht alles von jetzt auf gleich. Schade, ne? Man wünscht sich natürlich jetzt direkt loslegen zu können mit einem perfekten Game, aber so ist es nicht. Aber ich bin gespannt. Wir kriegen noch viele Strecken, viele Autos. Ich hoffe, der Multiplayer wird noch stark verbessert. Ne? Was jetzt da ist, ist okay.
Aber ich würde mir auch noch wieder ein bisschen mehr Freiheit wünschen, vor allem öffentliche Open Track Days wieder und so weiter. Und dass man vielleicht auch private Lobbys einfach auf öffentlich stellen kann und quasi in der Serverliste dann sieht, wer hat gerade irgendeine Lobby auf, was spielt der, was macht der, trete ich dabei, trete ich da nicht bei, ne? Einfach, dass man da ein bisschen Freiheit hat. Das wäre schon ganz cool. Und ja, das soll es gewesen sein erstmal. Mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich denke mal, das dauert jetzt ein bisschen. Wir kriegen dieses Jahr wahrscheinlich noch eine neue Strecke und alles. Aber ja, wir müssen dem Spiel noch ein bisschen Zeit geben. Aber bis dahin hat man, glaube ich, erstmal genug zu tun mit den Autos, die man unbedingt auf Level 50 haben will und so weiter. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen hin und wieder. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe Spaß dran. Ne? Nur dieser Fortschritt-Bug, also, boah, puh, der ist hoffentlich sehr schnell weg. Weil der ist wirklich störend. Aber ansonsten, wie gesagt, Top-Game. Und lassen wir uns überraschen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin raus an der Stelle und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.